bin in Israel gsi am Wochenende. Ich gerade an eine Bar Mitzvah von Verwandten. Und da hat mich einer von meinen Grosscousinen an eine Party mitgeschleicht. Und das war ihre Geburtstagsparty gewesen, und dort haben wir uns kennengelernt. Oh yeah, there are some typical Swiss stuff. Go ahead. First of all, he's not pushy. And this is something that sometimes I tell him, listen, you have to say something, you have to do those things, otherwise it doesn't work. And he tells me it doesn't work here like that. So he's not pushy. I am, obviously. But I'm trying less, let's say it like that. Viel Flugzeug früh am Morgen. Es hat glücklicherweise einen Flieger, der so früh geht in Tel Aviv, dass man dann nachher einigermaßen pünktlich im Büro ist am Montagmorgen. Aber das ist anstrengend. Das, wenn man das alle zwei, drei Wochen macht, dann ist das schwierig. Aber ich habe das nicht so schlimm empfunden, es ist einfach rechte Logistik. Aber es hat auch einen abenteuerlichen Touch. Also mir hat das noch recht gut gefallen. Ich reise sowieso gern. I had a very long and difficult career in kind of the army. I mean, I was an officer and then I was in the secret service of Israel almost for 10 years. And it was a 24/7 work. And for me, actually thinking of leaving it was a relief. Because I thought to myself, this could be an interesting experience to go to a place which is calmer and maybe I will not have to work so much. And yeah. Was ich ja würde ermutigen, ist, wenn es dann keine Fernbeziehung mehr ist und der eine Partner zum anderen ins Land zieht, dass man das mit der Sprache ein bisschen besser anschaut, wie man das hinkriegt, dass der andere Partner die Landessprache kann. Wie gesagt, wenn ich mit Annette nicht Hybrid geredet hätte, dann wäre das vielleicht anders rausgekommen. Jetzt hat sie Mühe mit dem Deutsch. Da muss ich mir auch einen Vorwurf machen. Aber das ist der einzige Ratschlag, den ich jemandem geben würde. Aber ansonsten einfach machen.